Aus welchen Modulen setzt sich Industrie 4.0 zusammen? Was wird für Industrie 4.0 benötigt? Hardware und Software. Vor allem aber neues Denken, neue Organisationsstrukturen und eine andere Art von Kultur in den Unternehmen und bei den Konsumenten. Erstens, beginnen wir mit der Hardware. Da benötigen wir vor allem Sensoren, die uns ein Echtzeitbild vermitteln von der realen Welt, die wir in einer virtuellen Welt darstellen wollen. Das ist erforderlich, um Transparenz herzustellen, was in der realen Welt passiert. Wir können diese reale Welt dann entweder auf einem Smartphone oder ganz allgemein auf einem Informationssystem abbilden. Es gibt natürlich noch viele andere Hardware-Komponenten. Wir brauchen Rechenleistung, Speichermöglichkeiten und Vernetzungsmöglichkeiten. Dazu gehören dann Begriffe wie Computer im Rechenzentrum oder Computer im Bereich Cloud oder Edge und Fog Computing, also nahe an den Prozessen oder in Rechenzentren. Sie stellen die erforderlichen Dienste in der vernetzten Cloud zur Verfügung. Bei den Netzverbindungen kommt es aber nicht nur auf die Bandbreite an, sondern auch auf Latenz. Schließlich geht es um sehr schnelle Netzverbindungen. LTE, die vierte Mobilfunkgeneration, ist eine heute übliche Technologie. Aber in naher Zukunft werden wir die fünfte Generation 5G nutzen und sie ermöglicht wesentlich größere Bandbreiten. Es geht aber, wie gesagt, nicht nur um Bandbreite, sondern sehr wichtig, um kurze Latenzzeiten. Nur so lässt sich in Regelkreisen Echtzeitfähigkeit herstellen. Zweitens, dann brauchen wir Software. Software, die nahe am Sensor oder in den Geräten, Maschinen, Anlagen, Produkten eingebaut ist. Und wir brauchen zusätzlich eine andere Art, wie wir in den Unternehmen denken. Denn es geht künftig nicht mehr nur um mechatronische Produkte, sondern um Produkte, die netzwerkfähig und internetfähig sind, beziehungsweise es werden. Dieses neue Denken bedeutet, dass die eine Abteilung die Mechatronik macht und die andere Abteilung die Software herstellt, sich gegenseitig verstehen müssen. Sie müssen ein gemeinsames Verständnis entwickeln für die unterschiedlichen Produktzyklen und die unterschiedliche Art und Weise, wie das Produkt freigegeben und auch vermarktet wird. Das heißt, Unternehmen müssen beginnen, auch Software als Produktmodul zu vermarkten. Die Software ist nicht einfach nur dabei und kommt nebenbei mit der Hardware bezahlt mit. Vielmehr spielt sie eine zentrale Rolle mit und im Produkt. Sie wird dann regelmäßig abgedatet, weil es neue Versionen gibt. Das kennt jeder von seinen Smartphone-Apps. Und sie muss häufig auch separat bezahlt werden, damit ihr Wert in Zukunft auch angemessen monetarisiert werden kann. Drittens. Industrie 4.0 erfordert deutliche Änderungen in den Organisationsformen der Unternehmen. Warum? Weil unterschiedliche Kulturen zusammenkommen. Mechatronische Entwicklung wird immer fertig entwickelt und dann in Massenproduktion oder in Großserie oder Kleinserie, aber immer als fertiges Produkt ausgeliefert. Software hingegen ist auch ein fertiges Produkt, aber nie so fertig, dass man alles immer von Anfang an berücksichtigt haben muss, weil man ja immer Updates nachliefern kann. Das führt dazu, dass in den Unternehmen durch die unterschiedliche Entwicklungs- und Produktionskultur, die hier zusammenkommt, andere Organisationsformen gefunden werden müssen. Das heißt, das Assimilieren von Software in den traditionellen Industriezweigen führt dazu, dass sie sich verändern müssen. Das ist ein ganz wesentliches Modul im Konzept Industrie 4.0 neben den ganzen technologischen Aspekten, die diskutiert werden.